Ja, guten Tag, herzlich willkommen von mir. Ich hoffe, Sie sind nicht im Suppenkoma, sondern hellwach und können mir folgen, wenn ich mich inhaltlich vom Zettelkatalog zur Datenbank begebe. Erstes Bild, hoffentlich auch bei Ihnen, ist ein Blick auf einen Zettelkatalog. Ich muss jetzt mal weiterblättern zu dem Beispiel, was ich ausgesucht habe. Das Beispiel ist Boynton Schokolade. Und so sieht es aus im Zettelkatalog der Zuckerbibliothek. Gucken wir es uns doch mal an, wie der gleiche Titel in der Datenbank aussieht. Sie merken, ich habe hier schon ein bisschen gespart und suche danach. Und hier ist es als zweiter Titel zu sehen. Sie sehen Schokolade, eine verzehrende Leidenschaft. Und in der Datenbank haben Sie jetzt die Information, dass es sich um das Thema Schokolade handelt. Das Ganze ist eine humoristische Darstellung. Und wir haben hier sogar noch eine klassifikatorische Information zum Inhalt. Und das, was uns jetzt heute beschäftigen soll, es ist eine in der Sachgruppe Belletristik der Sondersammlung Zuckertechnologie angesiedelt. Mit diesen beiden Bildern spanne ich den Bogen auf, wo zwischen ich mich bewege, vom Zettelkatalog zur Datenbank, und springen wir mal rein in die Präsentation und dann geht's, worum es jetzt eigentlich geht. Go Digital. Es geht los mit dem Zettelkatalog. Hier sehen Sie unseren letzten Katalogblock, der in der zweiten Etage der Universitätsbibliothek in der Fasanenstraße 88 steht. Hier ist nochmal die Skizze dazu. Sie sehen an der zweiten Treppe und dann rechts hoch. Was enthält dieser Zettelkatalog? Einmal Karten zum alphabetischen Katalog, also eine Karteikarte für jede Autorin und jeden Autor. Ersatzweise, wenn das keine Autorenangabe gibt, ist eine Art Karteikarte für den Titel vorhanden. Genau, hier sehen wir nochmal einen Blick in einen Karteikasten. Die Karten sind eng gestellt und Sie haben zum Blättern die Hilfestellung mit sogenannten Reitern, damit Sie nicht von vorne nach hinten alles durchgrabbeln müssen. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Karteikarte, Wilhelm Krüger, das Zuckerrohr und seine Kultur und so weiter. So sah es im Zettelkatalog aus oder sieht es immer noch aus. Zweiter Teil dieses Katalogblocks ist der systematische Katalog. Die Karten, die wir eben schon vom Zettelkatalog gesehen haben, sind in einer zweiten Version anders sortiert, nämlich nach Themen. Und die Themen können sein, zum Beispiel die Belletristik, die wir eben vorgestellt bekommen haben, oder auch so etwas wie Zuckerrüben oder das Thema Zuckerrohr. Dritter Abschnitt dieses Katalogs ist die Sortierung der Karten in dritter Version nach formalen Kriterien, also zum Beispiel nach dem Kriterium, ob es sich um eine Hochschulschrift handelt, hier im Dissertationen-Karteikasten. Oder wenn der Titel als Mikrofilm vorliegt, dann ist er im Mikrofilmkatalog. Oder wenn es sich beim Titel um einen Kongress handelt, dann ist er in dem Karteikasten Kongresse. Drei weitere Kästen sehen Sie hier noch zum Thema Zeitschriften der Zuckerbibliothek. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Erstes Beispiel zum Thema Dissertation. Thomas Hampe habe ich hier rausgesucht, Bedeutung von Natrium und so weiter. Sie sehen unten rot hervorgehoben, ich betone nicht von mir, Thesis Berlin 1979 und ganz unten steht die Signatur 8QR426. Also über diese Beschreibung nochmal die Kennzeichnung, in welchem Katalog wir sind, nämlich in dem Dissertationenkatalog. Zweites Beispiel, der Mikrofilmkatalog. Auch hier ganz unten schlecht zu erkennen steht Mikrofilm und oben haben wir die Angaben zum Titel von Nebin und da geht es um die Runkelrübe. Drittes Beispiel, das ich Ihnen herausgesucht habe, ist das Beispiel einer Zeitschrift, die Zuckerrübe, das Blatt für den Zuckerrübenanbauer.
Jahrgang 1, 1952, und es wird alle 2 Monate veröffentlicht. Und auf den folgenden Karten sehen Sie jetzt, dass jeder Band mit jedem Jahr aufgeführt ist, von 1, 1952, bis es dann abbricht nach 21, 1972. Das war meine Vorstellung vom alten Zettelkatalog am Beispiel des Zuckerkatalogs. Jetzt sind Sie gefragt. Was meinen Sie? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich weiß auch nicht, wusste jetzt auch nicht, wie Ihre Reaktionen sind. Deshalb gucke ich jetzt auch erstmal kurz rauf. Wir haben einen deutlichen langen Balken. Ich habe keine Erfahrung damit, aber irgendwie finde ich es schon irre, dass ich da die Karten durchblättern kann und nicht auf einen Bildschirm starren muss. Seien Sie herzlich eingeladen, tun Sie es mal, spätestens nach Corona. Der Karteikasten steht ja für alle zur Verfügung. Ansonsten sehe ich jetzt nochmal, ich finde es gut, dass wir diese Zeit hinter uns gelassen haben. Deutliches Ja und ein bisschen, das sind jetzt 8 und 2 haben gesagt, ja, aber die Beratung am Katalog war ganz direkt. Ja, aus Kundensicht kann ich sagen, war mir manchmal zu direkt. Denn auch ich war natürlich mal Kundin. Also mein Fazit auch aus Kundensicht war, der Zettelkatalog war umständlich und für mich oft unverständlich, als ich selber noch Studierende war. Damals waren wir ja noch Studentinnen. Und ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Wie hat die Universitätsbibliothek der TU Berlin es gestaltet, dass diese Zeit hinter ihr lag, dass nicht zum Beispiel in den, damals 2004, in den Neubau der Universitätsbibliothek die alten Zettelkataloge oder alle Zettelkataloge, wir haben ja noch sehr viele mit umgezogen, mitgenommen werden sollten. Das werde ich auf den nächsten Folien skizzieren. Das ist natürlich wirklich nur eine Skizze. Und die Daten, die ich da zugrunde lege, beziehen sich auf den gesamten Zettelkatalog der TU Berlin, denn die UB hatte ja für das gesamte Bibliothekssystem den Zettelkatalog. Erster Schritt war, der Transformation vom analogen ins digitale Medium war die Umwandlung in ein elektronisches Medium. Das habe ich hier ganz einfach skizziert. Sie sehen links oben einen Stapel Katalogkarten, der steht stellvertretend für 1,8 Millionen Titelkarten, die bearbeitet werden mussten. Eine Fremdfirma hat diese Titelkarten durch einen Durchzugsscanner gezogen und im Ergebnis, wie Sie es auch rechts unten sehen, wurde von jeder Karteikarte ein Bild, ein Image erzeugt im Format einer TIFF-Datei. Das war automatisiert. Prima. Aber leider war es damit noch nicht getan. Um dieses Bild dann wieder auffinden zu können in einer Datenbank, mussten weitere Daten ergänzt werden. Und hier kam Handarbeit ins Spiel. Die Kolleginnen haben die Karteikarten Karte für Karte aufgerufen, haben gesucht, wo die Angabe zur Bibliothek steht und haben dann auf einer Pickliste oder wie auch immer, das weiß ich schon nicht mehr so genau, die Bibliothek ergänzt per Tastatur. Zusätzlich haben sie auch die Signatur ergänzt, die ja nicht immer links oben stand, wie Sie am Beispiel von Hampel gesehen haben, und haben diese Angabe eingetippt. Sie können sich vorstellen, das war auch ein bisschen fehleranfällig. Hier nicht skizziert haben Sie zusätzlich auch noch jede Karteikarte nach einem bestimmten Wertekatalog bewertet. Das spielt für die nächsten Arbeitsschritte eine ganz große Rolle. Aber das Ergebnis dieser Darstellung, dass die Images vorhanden waren und dazu eben Signatur und Bibliothek und noch ein paar andere Daten vorhanden waren, war dann dieser elektronische Zettelkatalog, den Sie eingangs für die Zuckerbibliothek gesehen haben. Okay, wir hatten Images. Aber das war eigentlich noch nicht das, was so richtig spannend war, denn mit diesem Image-Katalog konnte zum Beispiel noch keine Literatur elektronisch bestellt werden. Nächster Schritt war, vom Image zu einer Textdatei zu kommen. Und ich habe es eben schon erwähnt, bestimmte Felder standen nicht immer an der gleichen Stelle
oder waren nicht gut zu erkennen. Meine Kollegen haben sich dann entschieden, für die Textbearbeitung nur 3 Angaben herauszusuchen. Das waren der erste Autor, der Titel und das Jahr, die sie auf der Karteikarte haben automatisiert identifizieren lassen. Und diese Angaben wurden in eine Textdatei, wie sie oben etwas vorläufig steht, eingetragen. Damit war dann für jedes Image eine Textdatei zusammen mit den Daten von Signatur und Bibliothek vorhanden. Und diese Daten wurden benutzt, um die einzelnen Textdateien zusammenzuführen. Denn wie Sie hier so schön sehen können, gab es für jedes Exemplar der einzelnen Bibliothek eine eigene Karte. Und im Klartext für die 3 Exemplare, die Sie rechts sehen, waren das dann 3 Dateien und die wurden zusammengeführt zu einer Datei mit den Angaben zu 3 Exemplaren im Idealfall. Weiter ging es von der Transformation vom analogen ins digitale Medium. Wir hatten, wie rechts oben zu sehen ist, die Angabe von 3 Feldern. Und nun wurden diese Titeldaten, gucke ich nochmal auf meinen Zettel, um welche Mengen es sich handelt. Ich sagte eingangs, wir hatten 1,8 Millionen Titeldaten. Von den 1,8 Millionen Titeldaten wurde durch das Klassifizieren eine ganze Menge herausgeworfen, sodass nachher nur noch 870.000 Karten in Textdateien umgewandelt wurden. Und von diesen 870.000 Karteien ist es nochmal um 50.000 reduziert worden durch die Doubletten und der Rest wurde dann versucht, es in diese vollständigen Dateien umzuwandeln. Und davon konnten dann etwa 2/3, 64% in Textdateien umgewandelt werden. Das waren dann 464.000 Sätze von anfangs 1,8 Millionen Titeldaten. Ergänzen möchte ich, bevor ich das jetzt vorab spule, auch nochmal, dass für diese Handarbeit, die Signaturen, die Bibliotheken und die Eingruppierung, die Klassifizierung der Karten durchzuführen, 5.000 Arbeitsstunden aufgewandt wurden. Schauen wir mal, wie es hier jetzt wieder automatisiert weitergeht. Wenn der Abgleich mit der Titeldatenbank erfolgreich war, wurden aus dieser Titeldatenbank weitere Felder für die Beschreibung des Titels eingefügt und der Titel war als solcher vollständig und konnte in den Online-Katalog der Bibliothek eingespielt werden. Da der Online-Katalog auch integriert war in den Bibliotheksverbund, wo wir zusammen mit anderen Bibliotheken eine gemeinsame Datenbank hatten, konnte im Idealfall noch weiteres ergänzt werden, nämlich die inhaltliche Beschreibung, was mich als Querschnittsreferat Sacherschließung natürlich sehr glücklich macht, dass wir darüber passiv auch für ältere Titel, Sie sehen hier, der Evans ist von 1955, für ältere Titel eine inhaltliche Beschreibung hatten. Das ist doch schon ganz schön und richtig. Für die sogenannten normalen Titel war das eigentlich ganz klasse. Wenn Sie jetzt neben meiner groben Skizze noch etwas genauer wissen wollen, wie das alles abgelaufen ist, dann verweise ich Sie auf die Beschreibung von Thomas Hesse, dem damaligen Projektleiter, der das 2006 in der BitOnline beschrieben hat mit sehr viel detaillierten Angaben. Und ich denke, daraus wird nochmal ganz deutlich, was das für ein Kraftakt war, den die Bibliothek damals geleistet hat. Und was ist jetzt mit meiner Zuckerbibliothek? Was ist mit den Bereichsbibliotheken, zum Beispiel Architektur und Kunstwissenschaft oder auch die Physikbibliothek? Was ist mit weiteren Sondersammlungen? Da funktionierte die Methode mit der Anreicherung nicht, denn das sind spezielle Daten, die nur in der eigenen Bibliothek vorhanden sind. Für die Zuckerbibliothek hieß es, die Titel der Zuckerbibliothek aufzufinden. Das war automatisiert wieder sehr schön möglich, weil meine Kolleginnen und Kollegen damals Signaturen
in Abhängigkeit von der Bibliothek vergeben haben. Jetzt spricht ja die Physikerin, also wenn Sie ein QR sehen, dann war das die Zuckerbibliothek oder ein BP war die Physikbibliothek und XR waren entsprechend die Zeitschriften der Zuckerbibliothek. Das konnte also wunderbar automatisiert aus der Datenbank herausgeholt werden und dann waren die Titellisten da. Und wieder ging es weiter mit Handarbeit. Die Titel der Sammlung der Bibliothek mussten einzeln Titel für Titel aufgerufen werden und mit dem Kennzeichen der Sondersammlung Zuckertechnologie versehen werden. Zusätzlich wurde dann auch das Sachgebiet ergänzt. Wir hatten ja am Anfang das Beispiel mit der Schokolade aus dem Sachgebiet Belletristik oder wir hatten Zucker, wir haben zum Beispiel Zuckerrüben, Zuckerrohr und noch diverse andere. Diese Arbeiten haben wir tatsächlich erst im Verlauf des letzten Jahres abschließen können. Da bin ich letzte Woche noch auf ein paar kleine Lücken gestoßen, aber die werde ich auch noch schließen. Und vor allen Dingen meine Kolleginnen von der IT haben im letzten Jahr noch mächtig getüftelt, wie wir diese Bibliothek mit ihren speziellen Bedingungen auch in der Datenbank darstellen können. Das möchte ich Ihnen jetzt vorführen. Gehen wir nochmal in den Katalog. Und ich beginne mit den Beispielen, die ich vorhin im Zettelkatalog gezeigt habe. Da hatten wir ja den Hampe mit seinem Natrium. Und wir schauen uns mal an, ich begrenze mal auf den Bestand der TU. Und dann haben wir ihn, den Hampe. Er stand, so hatte ich das Foto gezeigt, in der Dissertation, im Dissertationenkatalog. Und richtig sehen wir jetzt auch hier wieder in der Online-Datenbank, dass es, jetzt heißt es im Hochschulschrift, sich um eine Hochschulschrift handelt. Und wir haben hier, wie bei vielen anderen Titeln auch, eine inhaltliche Beschreibung durch andere Bibliotheken. Und wir finden hier die Sachgruppe Zuckerrüben der Sondersammlung Zuckertechnologie. Dann haben wir hier auch erreicht, dass wir alle Exemplare zusammen haben. Wir haben jetzt hier unsere beiden Magazinexemplare, da ist unser 8QR und ein weiteres Exemplar. Und wir haben noch ein drittes Exemplar im Freihandbestand aus der Gartenbaubibliothek. Und auch davon haben wir jetzt eine inhaltliche Beschreibung, die Sachgruppe. Ich habe das vorher nachgeschlagen. Es ist die Sachgruppe anorganische Pflanzen, Nähr- und Schadstoffe unter Bodenkunde. Also wir haben weitere Informationen, sehr viel mehr, als wir es im alten Zettelkatalog hatten. Schauen wir uns mal an, was aus unserer Runkelrübe geworden ist. Da ging es ja um den Zuckergehalt. Und da sehen wir sogar zwei Angaben hier in der Online-Datenbank. Oben haben wir die Mikroform. Das ist das, was wir uns vorhin in der Karteikarte angeguckt haben. Und was mit Mikrofilm gekennzeichnet waren, hier sehen wir, okay, das heißt jetzt in der Datenbank Mikroform. Da ist auch unsere Signatur wieder. Und wir haben die Kennzeichnung in der Sachgruppe Zuckerrüben. Wir haben also die Form und die inhaltliche Kennzeichnung zusammen. Und in der zweiten Version sehen wir auch gleich, okay, es gibt auch eine Druckausgabe, die auch wieder durch Fremddaten eine inhaltliche Beschreibung und auch eine klassifikatorische Beschreibung hat. Auch gekennzeichnet ist als Teil der Sondersammlung Zuckertechnologie. Und was ich besonders toll finde, seit 2013 auch als Digitalisat existiert, also für Sie barrierefrei von überall, wo Sie Internetzugang haben, aufgerufen und angeschaut werden kann. Gehen wir zu unserem dritten Beispiel und dazu wechsle ich auf die erweiterte Suche. Wir hatten ja die Zeitschrift Zuckerrübe.
Und ich gebe mal dazu das Schlagwort Zeitschrift. Da haben wir es schon. Und Suche. Komme hier auf 15 Titel und muss jetzt mal unsere Zuckerrübe suchen. Jetzt haben wir hier, wir hatten ja die Zuckerrübe, die Zeitschrift für Zuckerrübenanbauer. Hier haben wir die Fachzeitschrift für Spezialisten. Erst durch Vergleich der Daten der Zeitschrift, nämlich dass sie mit Band 1 1952 anfängt, dass sie eine Signatur hat, die zum Kontingent der Sondersammlung Zuckertechnologie gehört, bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Zeitschrift ist. Und hier kommt jetzt der Wermutstropfen, das nicht ganz so schöne Ergebnis für mich. Wir haben eine inhaltliche Beschreibung der Zeitschrift. Wir können sie gut finden. Sie können sie über einen Scanauftrag für TU-Angehörige sogar sich Kopien anfertigen lassen. Aber das, was ich gerne gehabt hätte, dass sie als Teil der Sondersammlung Zuckertechnologie weiterhin gekennzeichnet ist, das geht bei Zeitschriften nicht, einfach weil wir sie über eine zentrale Datenbank, die Zeitschriftendatenbank, verwalten und dann in unseren Katalog einspielen. Also hier ist die Information über die Sammlung verloren gegangen. Machen wir mal weiter. Sie erinnern sich, dass ich vom Formalkatalog gesprochen hatte vorhin. Das waren die Folien, wo der Hintergrund blau war. Und da haben wir ja einzelne Medienformen suchen wollen. Das zeige ich jetzt nochmal am Beispiel der Hochschulschriften, wie man das machen kann. Wenn wir uns jetzt hier mal mit dem Schlagwort Hochschulschrift und über alle Felder der Sondersammlung Zuckertechnologie auf die Suche machen, dann bekommen wir über 600 Treffer für die Hochschulschriften der Sondersammlung Zuckertechnologie. Ich möchte jetzt nicht gern den Karteikasten durchzählen, ob das jetzt übereinstimmt mit den Karten, die wir da haben. Es müssten eigentlich ein paar mehr Treffer sein. Und Sie haben jetzt alle Optionen, die uns die Spalte rechts in der Sicht liefert, wo Sie die Ergebnisse einschränken können. Ich möchte jetzt eine Methode vorstellen in dem Zusammenhang. Sie können nämlich hier alle Sachgebiete der Sondersammlung aufrufen, alle 24, und können sich dann zum Beispiel ganz gezielt die Dissertation eines Sachgebiets raussuchen, ob das die 37 von Zuckerrohr sind oder die 124 von den Zuckerrüben. Eine andere Möglichkeit, ich habe jetzt eben die Sachgebiete vorgestellt, eine andere Möglichkeit, die Sachgebiete aufzurufen, ist über die Webseite. Und ich gehe jetzt mal über das A bis Z auf die Webseite der Zuckerbibliothek. Bei Z wie Zucker. Und dann haben wir hier die Zuckerbibliothek. Und wir haben hier eine kurze Beschreibung der Sondersammlung und haben dann hier die 24 Sachgruppen, die dann hier aufgeklappt werden können. Und Sie können ganz gezielt schon von der Webseite aus sagen, ich möchte den gesamten Bestand aufrufen, der zum Beispiel beim Zuckerrohr ist. Sie erinnern sich, wir hatten den systematischen Katalog, das waren die Folien, die gelb hinterlegt waren. Das wäre jetzt hier das Analogon, wenn wir jetzt alle Titel zum Zuckerrohr finden wollen. Hier haben wir jetzt alle 303 Ergebnisse zum Thema oder zum Sachgebiet Zuckerrohr. Auch hier wieder rechts ganz viele Möglichkeiten zu sortieren, einzuschränken. Auch hier habe ich mir ein Beispiel rausgesucht und das ist bei Zuckerrohr. Das sind die Schlagwörter. Ich stelle mir jetzt vor, Sie wollen wissen,
was es für Literatur zu Schädlingen oder Krankheiten bei Zuckerrohr gibt. Da können Sie zum Beispiel das Schlagwort Zuckerrohrkrankheit anklicken. Sie können sich die Schädlinge, das zum Thema Schädlinge angucken. Sie können ganz gezielt zum Zuckerrohrzünsler die Literatur anschauen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem Thema Schädlingsbekämpfung allgemein zu beschäftigen. Sie haben die Option, Insekten auszuwählen, biologische Schädlingsbekämpfung. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Sie da eine große Bandbreite haben an Schlagwörtern, mit denen Sie Ihre Suche eingrenzen können. Und es gibt natürlich noch weitere Optionen. Gehen wir nochmal auf unsere Sammlung und gucken uns abschließend noch ein weiteres Beispiel an. Das sind die Zuckerrüben. Und hier möchte ich Ihnen zeigen, was ich ganz besonders toll finde und was für mich auch diesen Mehrwert des Online-Katalogs so schön zeigt. Wenn wir bei den Zuckerrüben nach Sprache auswählen, dann haben Sie die Möglichkeit, zwischen 15 Sprachen zu wählen, von Deutsch über Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Niederländisch und so weiter. Und das zeigt, mit welchem Aplomb, mit welchem Einsatz die Kolleginnen und Kollegen damals die Literatur zusammengesucht haben, um einen Überblick zu bekommen, was das war. Denn das sind alles natürlich Zuckerrüben-Anbaugebiete. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die Mission completed ist, dass wir es geschafft haben, den Zettelkatalog ganz erfolgreich in die Online-Datenbank zu transformieren und für Sie und uns einen so großen Mehrwert geschaffen haben, dass Sie sehr viel bessere, komfortablere und umfangreichere Möglichkeiten haben, nach Literatur zu suchen. Seien Sie eingeladen, in dem neuen oder dem alten Medium zu stöbern. Seien Sie auch eingeladen, sich unsere Sammlung von Digitalisaten anzugucken. Das Team um Katja Selmigkeit hat inzwischen 121 Titel digitalisiert und Sie hören bestimmt noch nicht so bald auf. Wenn Sie Fragen zur aktuellen Literatur haben oder überhaupt zum Fachgebiet, dann ist meine Kollegin Dr. Alexandra Schütrum Ihre Ansprechpartnerin. Sie ist die zuständige Fachreferentin. Aber alle Kolleginnen und Kollegen in der UB stehen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich bin begeistert davon, was wir heute für Möglichkeiten haben. Ich möchte aber eben nicht, dass wir Sachen, die damals, und das ist ja wirklich voriges Jahrhundert gewesen sind, dass wir die so kleinreden. Dieser Zettelkatalog war in seiner Zeit etwas ganz Irres, diese Idee, das mit einzelnen Karten zu machen, die man dazwischen stecken konnte, nicht mehr mit einem Buch, wo man ja dann nichts mehr dazwischen sortieren konnte. Und diese ausgefuchsten Methoden, die die Kolleginnen und Kollegen hatten, das war schon sehr, sehr, eine sehr gute Vorbereitung für die Datenbanken, die dann daraus entwickelt wurden. Und ich hoffe, es hat Ihnen gezeigt, dass wir als Bibliotheken gut darin sind, in unserer Zeit auch immer zu gucken, wie es weitergehen könnte, wie es besser werden könnte und dass wir immer weiter daran arbeiten, unsere Services zu verbessern.